hat den Bogen raus, denn Timmy ist nicht dumm. Doch Mom und Dad und Vicky kommandieren ihn herum. Ins Bett! Na also, schlimm für den kleinen Tim, die Zauberfische helfen ihm. Und das Buch aus Tanzerei ist er sorgenfrei, die Eltern helfen ihm. Yeah, yeah, yeah. Kosmo und Wanda schweben mit Stäben, von Krötchen umgeben. Yeah, Kosmo, Kosmo und Wanda, kolossal genial für Madrid. Elefant, Gummigans, grüne Hecht, Früchtecake, Schlangenblick, Tortenstrick, Frankenfutsch, Schokomus. Hey, Kosmo, Kosmo und Wanda, holst du was aus, mach dir nichts raus, die zaubern dich heraus. Na klar. Sie lächeln, mit einem Lächeln geht alles gleich viel besser. Meine Lunge brennt so, krieg keine Luft mehr. So ein Mist, an so einem Knallertag sitze ich hier drin fest und muss mich mit Hausarbeit abquälen. Wenn es nicht so irre viel schmutziges Zeug gäbe, wäre ich schon längst fertig. Ich weiß, du könntest das ein oder andere mit dem Hitzeblick wegschmelzen. Oder du wünschst, dass die Hausarbeit gemacht ist. Das ist eine klasse Idee, Wanda. Ich wünsche... Oder du kannst es schmelzen mit dem Hitzeblick. Okay, wird Zeit für ein bisschen Superpower. Ich wünschte, ich hätte den Hitzeblick. Hey, das ist nicht witzig. Jetzt ist es witzig. Ja, siehst du, wir haben Timmy glücklich gemacht. Poster sauber, Wäsche weggeräumt. Daddys Pokal staubfrei. Lächeln! Ah. Alle Pokalsensoren schrillen, auf zur Rettung! Was ist dir passiert? Nichts, ich habe deinen Pokal nur mit dem Hitzeblick geschmolzen. Woher hast du den Hitzeblick? Internet. Oh, er ist gut. Ich habe den Pokal vor 30 Jahren gewonnen, als ich so alt war wie du und du hast ihn eingeschmolzen. In mir kocht es. Ich wünschte, auch aus meinen Augen kämen Hitzestrahlen, die jeden treffen, den ich anblicke. Halt, unser Rest mit der albernen, pinkfarbenen Mütze. Geh in dein Zimmer und komm erst wieder heraus, wenn du gelernt hast, andere Leute Eigentum zu respektieren. Oder gelernt hast zu schweißen, was immer du zuerst kannst. Oh, ich habe Dad noch nie so sauer gesehen wegen dem blöden Pokal, den er vor 30 Jahren gewonnen hat. Oh. Naja, er findet den Pokal nicht blöd. Vielleicht solltest du dich entschuldigen. Ja, besser wär's. Oder du reist in die Vergangenheit und hältst deinen Vater davon ab, den Pokal überhaupt erst zu gewinnen. Kosmos-Vorschlag. Gewonnen! Zwei Wünsche für Kosmo, Nieten für Wanda. Ich starte voll durch, Baby. Bitte sehr, Timmy. Ein magischer Zeitroller, der dich in jedes Jahr bringt, egal in welches. Echt ein Knaller. Wow, der Zeitstrahl. Er geht 30 Jahre zurück in die Vergangenheit. Naja, noch besser wäre es gewesen, du hättest dich nur 10 Minuten zurück in die Vergangenheit gewünscht und dich selbst daran gehindert, den Pokal zu schmelzen. Und was jetzt? Hammerhart, was für eine rattenscharfe Spritztour. Du wolltest wohl sagen, groovy. Was für eine total abgefahrene Spritztour. Willkommen in den 70er Jahren. Aber wir waren schon in den 70er Jahren in den 70er Jahren. Tofte! Wir sind wieder zurück aus den 40er Jahren. Und das irgendwie Beste daran ist, Billy, du hast deinen alten Herrn daran gehindert, diese Medaille zu gewinnen. So bist du irgendwie erst gar nicht auf die Idee gekommen, sie mit dem Hitzeblick zu schmelzen. Eins steht fest, Leute, ich werde nie wieder mit dem Hitzeblick um die Ecke kommen. Oh ja, ich erinnere mich an den Schwur. Wow, zieh dir das mal rein. Wow, irgendwie seid ihr irgendwie nicht wie wir. Wir sind Erwachsener und in Sorge um unsere Websites und die zunehmende globale Erwärmung. Leute, ich versuche meinen zukünftigen Dad zu finden. Cool, wir bleiben hier und versuchen uns selbst zu finden. Hey, ich habe einen guten Vorschlag. Lasst uns tanzen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Da eins, ist er. Das eins, ist mein zwei, Vater eins, als Kind. Zwei, eins, hallo, Dad. Ha, woher kennst du meine Spitznamen, Fremder? Mein richtiger Name ist... Alle Welt nennt mich Dad. Würdest du mich jetzt entschuldigen? Ich muss noch weiter trainieren für den großen Wettlauf morgen. Den gewinne ich und gebe die Trophäe weiter an diese schnuckelige Biene da drüben. Meine Lunge brennt so, ich krieg keine Luft mehr. Wow, das ist ja Mom als Teenager. Ja, und sie hat einen wunderschönen Namen. Sie heißt... Aber jeder hier nennt sie nur Mom. Mann, Dad wirkt echt entschlossen. Ich muss ihn davon abhalten, den Lauf zu gewinnen, damit er auch nicht den Pokal gewinnt. Ich hasse Lavalampen. Ich auch. Sie sind furchtbar langweilig. Ach, wirklich? Was macht ihr, um Spaß zu haben?
Man kann sogar verschiedene Farben downloaden. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Wenn ich groß bin, verbinde ich alle Computer, die es auf der Welt gibt, miteinander und nenne das Ganze dann Internet. Das ist lächerlich. Nenn es lieber das Timmy. Nein, Internet! Oh, dieser Billy Gates mit seinen ausgeflippten Ideen. Los, weiter! Pizza, Eiscreme, Pizza, Eiscreme! Das ist auch ganz sicher ein neuartiges Trainingsprogramm? Na klar, ich bin von Beruf Fitnesstrainer. Du bist ein Kind. Nein, ich bin schon 41. Ich sehe nur wie 10 aus, weil ich so fit bin. Los, weiter essen! Komm schon, noch 26 Kilometer für die Aufwärmrunde. Es ist Zeit für eine furchterregende Geschichte aus der Zukunft. In der Zukunft wird es 500 verschiedene Fernsehsender geben. Sagenhaft! Aber nicht eine sehenswerte Sendung. Nein! Ach du Schreck! Höchste Zeit für den Wettlauf! Ich stehe auf rassige Rennen. Wüsste nicht, was das mit Rassen zu tun hat. Alle Rassen sind gleich. Oh, sieh mal, da kommen die Läufer! Bitte. Dad hat den blöden Pokal nicht gewonnen. Mission voll und ganz erfüllt. Bin gespannt, ob das Einfluss auf deine Zukunft hat. Ja, ich wette das. Sieht nicht gut aus. Weil du den letzten Platz belegt hast, erhältst du ein bereits bezahltes, nicht übertragbares Stipendium an der Tyrannenschule. Was? Hopp, 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 von der Tyrannenschule. Hopp, hopp, hopp. Hey, mein junger Freund, du kehrst besser in deine Zeit zurück und findest heraus, was da alles so abgeht. Und wir kommen mit. Wir sind völlig frei in Zeit und Raum. Genau. Oh, die Zukunft sieht öde aus. Auweia, das hier ist die falsche Zukunft. Halt! Das ist Polenta oder sowas. Keine Macht für niemand. Chester, AJ, Mann, bin ich froh, euch zu treffen. Willkommen in Dimsdale, glücklichster Ort auf dem Planeten. Oder auch nicht. Los, zeig uns deine Papiere. Oh nein, das System will Timmy gefangen nehmen. Wir sind doch alle Gefangene, Gefangene unserer Herzen. Oh, ich liebe dich. Leute, was ist? Ich bin's, euer bester Freund. Schweig! Unser bester Freund ist der freundliche Familienvorstand Daddy. Ich bin's, Timmy Turner. Und das ist mein Dad. Wir sind alle Daddys Kinder. Oh Mann, Dad hat Mom nie getroffen, weil er den Pokal nicht gewonnen hat. Ich existiere also gar nicht. Und weil ich nicht existiere, sind Cosmo und Wanda auch nicht meine Zauberpaten. Wo willst du hin? Hinterher! Ich muss Dad finden, damit er das Kuddelmuddel in Ordnung bringt. Dad! So nennen mich alle. Oder auch nicht. Komm herein. Oder auch nicht. Wer bist du, mein Junge? Ich bin dein Sohn. Alle Menschen sind meine Kinder. Ich regiere die Welt. Das bin ich als Absolvent der Tyrannenhochschule. Da übernehme ich die Weltherrschaft. Mit einem Lächeln. Und da ist der Platz für einen Pokal. Wenn ich einen hätte. Entschuldige, war unglücklich. Jetzt bin ich wieder glücklich. Warum bist du immer zu glücklich? Nun ja, vor 30 Jahren, als ich sowohl meinen Pokal verlor, als auch die Liebe meines Lebens, tauchte ich ab in die Verleugnung. Und als Herrscher befahl ich der Welt, es mir gleich zu tun. Darum lächeln alle Männer, Frauen und Kinder ununterbrochen. Oder nicht? Du verstehst schnell, mein Sohn. Aber man kann nicht ständig glücklich sein. Ha, offene Rebellion. Ein Relikt aus den 70ern. Wachen! Psst, kleiner Freiheitskämpfer. Wir bringen dich hier raus. Oh, wie das leuchtet! Macht schon, ich muss zurück in die 70er und dafür sorgen, dass mein Dad diesen Lauf gewinnt. Kannst du dem folgen? Ich werde nie jemandem hinterherlaufen. Wow, du siehst genauso aus wie dein Vater als Kind. Das ist der Plan. Oh, er hat mal wieder einen Plan. Auf die Plätze, fertig, los! So ein Mist hatte ich ganz vergessen. Ich bin der Langsamste in der Klasse. Das Rennen ist verloren. Oh, ich bin so sauer. Klasse, ich hab noch den Hitzeblick. Der Sieger des Wettlaufs erhält diesen fantastischen Pokal. Hi, Mom, ich bin Dad. Willst du das Ding annehmen, mich heiraten und eines Tages einen Sohn mit einer Kappe mit mir haben? Okay, ich komme später mal bei dir vorbei. Groovy, wenn ich in meinem Zelt im Garten schlafe, weck mich und erzähl mir von dem Lauf so langatmig und ausführlich wie nur irgend möglich. Okay. Erste Sahne, Kumpel. Na, und ob das bedeutet, dass alles wieder normal ist? Ich frage euch, was ist schon normal? Oh, ich liebe dich.
Für immer und ewig. Oh. Hey, es hat geklappt. Tschüss, Cosmo und Wanda aus den 70ern. Das war echt. Abgefahren? Was immer. War nett, uns mal kennenzulernen. Genial. Wenn ihr mal in der Zukunft seid. Oh, sind wir sicher? Ja, natürlich. Jetzt muss ich mich bei Dad dafür entschuldigen, dass ich seinen Pokal weggeschmolzen habe. Du könntest ein Stück weiter in die Zukunft gehen und... Sei still! Na los, Timmy, du kannst es doch. Geh rein und sag deinem Dad, dass es dir leid tut. Hier ist noch alles verbrannt, das heißt, die Zeitabfolge ist wieder okay. Und Dad ist bestimmt noch sauer. Toll! Dad, was machst du gerade? Ich versuche, einen neuen Pokal aufzutreiben hier im Timmy-Computer-Netzwerk. Ich wollte dir sagen, es tut mir sehr leid, dass ich deinen Pokal verbrannt habe. Mir war nicht klar, wie viel er dir bedeutet. Entschuldigung akzeptiert, mein Sohn. Weißt du, ich war gestern wirklich ganz schön sauer auf dich, aber aus irgendeinem Grund bin ich jetzt froh, dass es dich gibt. Dieser Wettlauf ist nur noch eine ferne Erinnerung für mich. Das meiste habe ich längst vergessen. Ja. Pass auf. Hier, schenk das Ding einem Mädchen, das du Tofte findest. Wer weiß, was sich daraus ergibt. Au, ja, ist gut. Blöder Pokal. Hey, du wirst mir dafür noch dankbar sein. War das die Zukunft? Internetsurfer, das Frühstück ist fertig. Glückwunsch zum Hochzeitstag, Schatzi. Hier kommt die Hochzeitstagsgeschenküberraschung. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Was ist es denn? Was ist es? Augen auf. Eine Augenbinde zum Schlafen. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Und ich wollte schon immer Rollschuhe haben. Ich liebe diesen Augenbinden- und Rollschuh-Hochzeitstag. Wenn Sie das schon toll finden, werden Sie bestimmt ausflippen, wenn ich für Sie ein Spezial-Hochzeitstagsessen koche. Aber vergiss nicht, Timmy, du musst mir auch bei meiner Hochzeitstagsüberraschung helfen. Ich weiß, heute feierst du mit Wanda ebenfalls Hochzeitstag. Das ist echt praktisch. Styropor? Ja, Wanda und ich sind auf den Tag 9895 Jahre verheiratet. Das ist die Styropor-Hochzeit. Cool. Ja, danke, dass du Wanda weggeschickt hast, damit ich alles herrichten konnte. Verrätst du mir, was für einen sinnlosen Auftrag du ihr erteilt hast? Ach, etwas, das sie nie im Leben schaffen wird. Auch nicht mit Zauberkraft. Zum letzten Mal. Lern etwas. Mach, Männchen. Beweg dich. Interessier dich mal für was anderes als dich selbst, du blöde Katze. Mr. Capone? Vielen Dank für den Styropor-Smoking, Cosmo. Das wird eine tolle Überraschung für Wanda. Möchte mal wissen, womit sie mich überrascht. Sie liebt mich unbändig, weißt du? Sie liebt einfach alles. Ich hasse einfach alles. Ich hasse Katzen, ich hasse diesen Tag. Ich gehe jetzt ins Bett, das ich auch hasse. Zuckermäulchen, hast du nicht etwas vergessen? Oh, richtig. Mach gut, ich verschwinde. Sie hat unseren Hochzeitstag vergessen. Stundenlang habe ich den Zauberstab geschwungen und dann das. Ach, Kopf hoch, Kumpel. Ich glaube, sie findet das Styropor toll. Und schaff mir dieses Styropor, ist denn viel Spaß. Na schön, wenn sie unseren Hochzeitstag vergessen hat, dann stehe ich auch nicht länger zur Verfügung, damit sie Hochzeitstag in meinem Beisein vergessen kann. Hä? Ich gehe sofort zurück zu meiner Mami und ich werde meine Hälfte der Zauberkraft mitnehmen. Meinen Glückwunsch zum Hochzeitstag, Cosmo. Hast du etwa doch dran gedacht? Selbstverständlich. Jede Elfe weiß, dass der 9895. Hochzeitstag auch falscher Zornhochzeitstag genannt wird. Ja, jede Elfe außer Cosmo. Sein Zorn ist echt. Er ist echt angefressen und er wohnt wieder bei seiner Mutter. Seiner Mutter? Bei Mama Cosmo? Oh nein, was für eine fürchterliche Vorstellung. Sie weiß nicht einmal, dass Cosmo und ich seit 9895 Jahren verheiratet sind. Was glaubt sie, was Cosmo in den fast 10.000 Jahren gemacht hat? Hast du an die Milch gedacht, Cosmo? Es kommt mir vor, als wärst du 1.000 Jahre weg gewesen. Mama, ich muss dir ein Geständnis machen. Ich war nicht nur unterwegs, um Milch zu holen. Nun, solange du nicht fort warst, um dich mit dieser unmöglichen Wanda zu verheiraten, bist und bleibst du mein Goldstück. Mama, ich habe mich verheiratet. Mit Wanda. Und ich habe mich gestritten. Mit Wanda. Oh, mein armer Cosmo. Ich habe dir ja gesagt, sie ist unmöglich. Nur gut, dass du sie nicht geheiratet hast. Aber ich habe sie geheiratet. Oh, du hast doch an die Milch gedacht. Na los, komm herein, du Alleinstehender. Da warten ein paar sehr nette junge Damen, die dich kennenlernen wollen. Toll, das ist also die Elfenwelt. Ich wünsche... Sieht Leine, er gehört zu mir. Diese Geier. Hey, alles in Ordnung?
Einen Menschen in die Elfenwelt zu bringen, erfordert enorm viel magische Kraft. Wenn Cosmo und ich nicht auf einer Wellenlänge miteinander sind, ist es beinahe unmöglich. Du meinst, ich sitze fest, bis ihr euch wieder vertragt? Ich wünsche mir, dass wir Mama Cosmo besuchen, und zwar sofort. Mein Zauber reicht dafür noch aus. Ihr Süßen, Cosmo ist da. Und er bringt Milch. Diese netten jungen Damen warten schon eine Ewigkeit, um mich zu heiraten. Ich meine, dich kennenzulernen. Wer möchte mal meine Wanderplätzchen versuchen? Ich hab Hunger. Hier wohnt Mama Cosmo. Cosmo ist sauer und seine Mama macht die ganze Sache womöglich noch viel schlimmer. Ach was, Wanda. Ich bin sicher, Cosmo liebt dich mindestens genauso wie früher. Cosmo? Ich hoffe, das ist nicht wirklich das, wonach es aussieht. Du meinst, Cosmo wird nicht von attraktiver als du aussehenden Frauen umgarnt und beißt nicht in dein pausbäckiges Plätzchengesicht? Bumm, ich glaube, das trifft den Nagel auf den Kopf. Du bringst mich auf eine Idee. Denk nicht, mein Sohn lässt sich das gefallen. Bestimmt nicht. Nimm das, du gemeine, keifende Hochzeitstagsvergesserin. Hat er irgendwas gemacht? Ihr Haar sieht sommerlicher aus. Ich fühle mich nicht sommerlich, sondern wie tiefster Winter. Das wird helfen. Du bist ein Muttersöhnchen. Bin ich nicht. Jetzt bist du eins. Hey, du hast mich Kacker machen lassen. Na, warte. Gleich werde ich dich tun. Das noch machen. Das kann ich nicht machen. Wir stehen nicht auf Brillen. Schluss jetzt. Mir reicht's. Ich will, dass ihr zwei auf der Stelle aufhört zu streiten. Das ist albern. Ihr beide liebt euch doch. Ihr habt euch füreinander entschieden und wolltet für immer zusammenbleiben. Und ich wette, wenn ihr nochmal die Wahl hättet, würdet ihr euch wieder füreinander entscheiden. Na schön. Wir werden sehen. Das sehen. Sie sehen die Elfen-Herzblatt-Show. Ich meinte nicht unbedingt jetzt gleich. Und ich wünsche mir keine Toilette mehr zu sein. Oh, höchste Zeit. Ich muss für meine Eltern das Hochzeitstagsessen vorbereiten. Und ich hoffe, sie ist nicht zu hungrig. Wenn Mom Hunger hat, ist sie immer unausstehlich. Herzblatt? Ich frage mich, wieso Timmy so lange für unser Essen braucht. Hör auf mich, Schatz. Zu viel Tischdecke verdirbt dir den Appetit. Na, mir soll's egal sein. Und hier ist der Gastgeber Ihrer Herzblatt-Show, Cupido. Hallihallo, willkommen zu einer neuen Herzblatt-Show. Hier können helfende Elfen mit ihresgleichen zarte Bande knüpfen. Unser erster Kandidat, ermuntert von seiner Mutter, möchte herausfinden, ob er sich wieder für seine Frau entscheiden würde. Einen donnernden Applaus für das Muttersöhnchen Cosmo. Ich bin kein Muttersöhnchen. Doch, bist du. Ja, Mama. Du wirst sehen, Cosmo wird sich für Wanda entscheiden, genauso wie beim ersten Mal. Ganz echt? Weil ich Cupido bestochen habe mit Säcken voll Geld. Cosmo, richte jetzt bitte deine Fragen an unsere beiden bildhübschen, dir unbekannten Kandidatinnen. Hey! Und an die so lala aussehende, die viel keift. Die Dame, die du wählst, wird von diesen magischen Liebesfallen getroffen, fabelhaft, und sich für immer an dich binden. Ihr jungen und helfenden Elfen, hier ist eure erste Frage. Würdest du je A, an unserem Styropor-Hochzeitstag mit mir streiten oder B, mit einer Katze nach mir werfen? Nein oder nein? Wieso Styropor? Ich dachte, das war der falsche Zorn-Hochzeitstag. Moment mal, das war der falsche Zorn-Hochzeitstag? Vergiss es! Stell eine weitere Frage. Ja, helfende Single-Elfen. Würdet ihr mich in ein Muttersöhnchen verwandeln? Ihr wisst schon, mit Windel und Schnuller und so, ha? Naja, vielleicht war das ein bisschen zu hart, aber es war doch auch ziemlich witzig. Ja, es war irgendwie witzig, aber hart. Ah, tut mir leid, eure Zeit ist dumm. Wir sind gleich zurück für die entscheidende Frage nach dieser kleinen Werbepause. Das wird nichts. Er ist drauf und dran, sich wieder in sie zu verlieben. Tja, wo ist die Kohle? Ich bin der Gott der Liebe und ich liebe das Geld. Und ich liebe die Idee, Cosmo daran zu hindern, sich in Wanda zu verlieben. Wenn das so weitergeht, komme ich nie mehr nach Haus. Ich mach's kurz und bring sie dazu, sich wieder ineinander zu verlieben. Oh, davon liegt eine Münze. Ach, weißt du, Mama Cosmo, da gibt's was, das ich noch mehr mag als Geld. Ich muss nur Wanda eine Chance geben, Cosmo zurückzuerobern. Und dann wünsche ich mir, mich nach Hause zu bringen. Hier ist wieder unser Cupido. Hallo, Timmy. Nein, ich bin Cupido. Okay, dann bin ich jetzt der Osterhase. Ich liebe Eier. Konzentrier dich. Okay, Cosmo, hier kommt deine letzte Frage. Und dann kannst du dir ganz schnell deine Favoritin unter den drei helfenden Elfen aussuchen. Wenn ich dächte, du wärst sauer auf mich und ich wäre zu meiner Mutter zurückgekehrt und wir würden uns erst in einer Gameshow wiedersehen, was würdest du sagen? Vielleicht rot. Rot? Ich würde sagen, es tut mir wirklich leid und dass ich stolz bin, mit dir verheiratet zu sein, deine Wanda.
die deine Frau ist. Oh, die. Ich nehme die, egal wer sie ist. Ich hoffe, Wanda. Macht's gut, Mädels. Meine Wanda. Entschuldige, dass ich dich angebrüllt habe. Ich verspreche, ich tu's nie wieder, außer du machst wirklich Blödsinn. Du meinst so wie gleich morgen? Ist das ein Date? Ich verbiete es! Was soll dieser alberne Aufstand? Warum kannst du Wanda nicht leiden? Es liegt nicht an ihr. Ich kann jeden nicht leiden, der mir meinen Kosmolein wegnehmen will. Darum wollte ich, dass er Star oder Twinkle heiratet. Sie sind Roboter. Wir lieben dich, Cosmo. Sie würden alles tun, egal was ich ihnen befehle, denn darauf sind sie programmiert. Anders als du, du herrische, pinkhaarige, alles kontrollierende. Hey, lass es uns ein für alle Mal klarstellen. Ich bin nicht der Hellste, deshalb leicht zu verwirren. Ich bin nicht intelligenter als eine Maus. Und Wanda hat mich trotzdem gern. Sie macht mich glücklich. Also lass mich bitte in Ruhe. Ich habe nie realisiert, wie sehr du deine Wanda liebst. Du gibst dich geschlagen. Ach, wo denkst du hin, Ivo? Ich muss mich nur mehr ins Zeug legen. Oh, Mama Cosmo. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ihr hört von mir. Ach du Schreck, auf der Erde ist es fast Mitternacht. Los, macht schon. Ich wünsche mich sofort nach Hause. Nun ja, weißt du, ich brauche ein wenig mehr Zauberkraft, um uns nach Hause zu bringen. Ich nehme mich. Mit Vergnügen. Eine Minute vor Mitternacht. Hier ist das Hochzeitstagsessen. Guten Appetit. Ich habe es selbst gekocht. Oh, ach, Timmy. Das ist wirklich ganz, ganz süß von dir. Aber ich bin nicht besonders wild auf einen mit Zuckerbrei überzogenen Crush Nebula Kartoffelchips Schokoladenauflauf. Ups! Aber jetzt mag ich's doch. Und ich mag deine Mom. Aber ich kann warten. Ist das vielleicht der vom Himmel regnet Schleimklumpen Hochzeitstag? Sieht ganz danach aus. Mein Glückwunsch zum Hochzeitstag. Wir haben heute Hochzeitstag?